So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Man erkennt es schon an diesem T-Shirt. Guckt dir das T-Shirt an. Ein Bushido T-Shirt, Bruder! Das T-Shirt ist so alt, da steht hinten noch Bushido bei Nacht drauf. Das war aus den Zeiten damals, wo noch keiner Bushido kannte. Wo noch Agro Berlin keiner kannte. Wo im Titus Magalog, eine Mischung aus Katalog und Magazin, Titus, eine Skatermarke, CDs von Agro Berlin vertrieben wurden, Agro-Ansage Nummer 1 und 2, aber nicht die X-Editions, sondern die ganz normalen, ohne Bilder, ohne Cover, wo keiner die kannte, alle unbekannt, die noch nicht auf MTV hoch und runter gelaufen sind, das waren die guten alten Agro Berlin Zeiten, richtig brutal, Ansage 1, 2, ab Ansage Nummer 3, wurde das Ganze dann Kommerz, ist im Fernsehen gelaufen, alle plötzlich, oh Sido! Aber ich fand das davor richtig genial, auch die King of Kings Zeiten von Bushido, die vom Bordstein bis zur Skyline Zeiten. Heutzutage, weiß ich nicht, kann ich mit Bushido leider nichts mehr anfangen, trotzdem hat Bushido einen Tee rausgebracht, einen Eistee, beziehungsweise drei Eistees. Ich glaube, der Kesto hat die ja schon getestet. Ich habe die nicht gefunden. Ich bin jeden Tag in Edeka sonst wohin und habe gefragt, haben Sie den Bushido-Eistee? Da fragt mich die Verkäuferin, wer ist das? Und dann, ach so, was, ein Rapper? Ach, der von dem Rapper, der steht da hinten. Und dann gehe ich da hin, da steht da Capital Bra-Eistee. Aber den kannte ich ja schon und mit dem Rest konnte sie nichts anfangen. Jenaya hat drei Sorten besorgt und ich möchte diese drei Sorten heute mal testen und am Ende natürlich wieder alle drei Sorten zusammen aus diesem Bierglas trinken. Das sind die drei Sorten. Guckt euch an, Bushido, alle drei Sorten zusammen mit dem Bushido T-Shirt. Ich muss sagen, komischerweise passt mir das T-Shirt, wo ich das als 14-Jähriger, 16-Jähriger oder sonst was anhatte. Wir haben einmal hier Bushido Eistee Pfirsich. Das Design ist ja eigentlich ganz cool mit dieser Berglandschaft, dem Baum, hier sind die Vögel und da ist der Vollmond und das ist so alles ein bisschen Samurai-mäßig vielleicht mit dem Bushido-Logo. Wir haben also Pfirsich, wir haben Zitrone, wie soll es auch anders sein, Pfirsich und Zitrone, und es schmeckt bestimmt einfach wie Pfirsich und Zitrone. Und dann ganz genial, Granatapfel. Warum? Warum Granatapfel? Ich weiß es nicht. Wir fangen jetzt auf jeden Fall mal an mit dem schlimmsten, mit der schlimmsten Sorte überhaupt, mit Pfirsich. Das brauche ich ja noch gar nicht. Das brauche ich. Jetzt sehe ich, ich habe mein Gläschen vergessen. Ich brauche doch normalerweise ein Gläschen, damit wir auch sehen, wie der aussieht. Aber egal. Ach, da verzichten wir jetzt mal drauf. Es ist ja nur Bushido, den muss man nicht sehen. Trinken wir mal einen Schluck von dem Bushido-Eistee. Dadurch, dass ich so trinke, wie ich gerade getrunken habe, seht ihr den Eistee vielleicht doch. Und ansonsten muss ich sagen, naja, schmeckt halt einfach wie Zitroneneistee. Ich weiß nicht, was man da jetzt groß sagen soll oder anders machen soll. Gefühlt schmeckt fast jeder Zitroneneistee halt einfach gleich. Schmeckt nach Zitrone. Ist nicht ganz so extrem süß. Schmeckt auch nicht so künstlich, aber ist halt richtig... richtig sauer, richtig zitronig. Also ich weiß, wenn ich mehr davon trinke, mir wird die ganze Fresse wieder wund. Also Zitrone, nicht so mein Fall. Bin nicht so der Zitronen-Fan. Ansonsten, wer auf Zitrone steht, da ist das schon gängig. Aber ich glaube, da reicht es auch, wenn ihr euch den Krümeltee macht. Dann habt ihr genau fast denselben Geschmack. Kommen wir mal zur Pfirsich. Weil Pfirsich ist ja eigentlich immer die Lieblingssorte von jedem. Da Pfirsich einfach den besten Geschmack hat und auch nicht so im Gesicht wehtut. Einmal Pfirsich für den Herrn. Ja. Hat an sich einen typischen Pfirsichgeschmack, lässt aber direkt nach vom Geschmack. Ich weiß nicht, ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Ramses besteht ja aus Konservierungsstoffen.
Das heißt, wenn ich was Gesundes zu mir nehme, sage ich meistens, das schmeckt nicht, da fehlt irgendwas. Aber gerade dadurch, dass da was fehlt, ist das vielleicht viel gesünder und besser als alles andere. Kann man überhaupt gesunden Eistee machen? Ich weiß nicht. Ich habe normalerweise einen präsenten Pfirsichgeschmack und dann liegt der so schwer auf der Zunge und ist weiterhin präsent, auch wenn ich den schon runtergeschluckt habe. Hier ist, ich habe beim Trinken einen Pfirsichgeschmack und dann wird's irgendwie, lässt das direkt nach, wirkt schon ein bisschen wässrig und ist einfach komplett weg. Als hättest du gar keinen Pfirsich gerade getrunken. So ähnlich war es bei dem auch, aber ich habe mir da nichts dabei gedacht, weil ich ja nicht so oft Zitrone trinke, liegt die mir auch nicht so oft auf der Zunge. Hier habe ich es jetzt aber deutlich gemerkt. Das kann aber ein gutes Zeichen sein. Hier steht ja auch Teegetränk mit Pfirsichgeschmack, Fruchtgehalt 3%. Natürliches Mineralwasser, Zucker, starker Teeaufguss, Wasser, Schwarztee, Rohrzucker, Pfirsichsaft, Konzentrat, Zitronensäure, natürliches Aroma und so weiter. Hat kein Fett, hat 7,3 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Das ist, weiß ich nicht, gesund auf jeden Fall. Also, der schmeckt vielleicht, aber da würde ich mir einen kräftigeren Pfirsich-Eistee-Geschmack vorstellen wollen. Was heißt, ich greife wieder zum Krümeltee wahrscheinlich, wenn ich Pfirsichtee trinken möchte. Was ist euer Lieblings-Pfirsichtee? Lipton-Eistee oder so? Lipton höre ich so oft von vielen Leuten, dass sie sagen, Lipton ist der beste Eistee der Welt. Und wir haben natürlich noch die rote, was sich kaum unterscheidet. Das ist orange, das ist rot, so sieht man es vielleicht doch. Das ist orange, das ist rot. Das ist Granatapfel. Granatapfel, ne? Also probieren wir mal Granatapfel. Gucken, wie der schmeckt. Unglaublich aber war, wenn ich diese drei Sorten vergleiche, gefällt mir Granatapfel sogar am besten. Adi, Adi, Adi Schatz, da müssen wir nachhelfen, so. Da gefällt mir so Granatapfel am besten, ne? Bei dem habe ich nämlich gar keinen Vergleich, der hat eigentlich einen sehr positiven Geschmack. Vordergründig, dann driftet der auch direkt ab mit 1,3% Granatapfel, ne? Das ist der Beste. Ist wenigstens kein Zitronen und Pfirsich, ist wenigstens was Eigenes. Also Bushido Granatapfel ist meine Empfehlung. Würde ich trinken, wenn ich euch wäre. Ich glaube, für Thumbnail sieht es trotzdem besser aus, wenn wir die zwei so halten. Obwohl, wir brauchen trotzdem drei. Damit man das, ich will nur, dass man das Bushido-T-Shirt sieht. So, das Bushido-T-Shirt muss mit drauf. Und ich vergesse das Thumbnail bestimmt an der Stelle zu machen und mach's woanders. Jetzt füllen wir mal alle ein. Wir fangen mal mit den zwei Billigsorten an. Mit Pfirsch und Zitrone. Das ist Pfirsch. Das ist Zitrone. Zu gleichen Teilen, da sind ja jeweils 500 Liter drin, glaube ich. 5 Tonnen meine ich, 500 Milliliter. Das auffüllen bis 3/4 ungefähr. Ich glaube, das war zu viel. Das war zu viel und der Rest wird aufgefüllt mit Granatapfel und dann haben wir es aber, glaube ich, fertig. Er ist auf jeden Fall rot. Das sieht gut aus. Gehen wir mal bis hier hoch. So, haben wir noch ein bisschen Granatapfel drin und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Bushido. Euer Ramses. Also wenn du es zusammen trinkst, merkst du halt wirklich irgendwie gar nichts mehr. Dann ist es plötzlich irgendwie voll süß und voll wässrig gleichzeitig. Süß und wässrig, der Bushido-Tee. Das war's. Ciao. Adi!